Schön, dass du da bist. In diesem Video einen ganz kleinen Impuls zum Thema Grenzen setzen. Und zwar glauben ja viele, dass Grenzen setzen bedeutet, ich muss aktiv Grenzen setzen, und zwar nach außen, anderen gegenüber. Und dann akzeptieren die meine Grenzen und mir geht's besser. Tja, so ist es leider nicht. Es ist leider andersrum. In dem Moment, wo du beginnst, deine Grenzen anzunehmen, anzuerkennen, zu akzeptieren, in dem Moment werden sie für andere überhaupt sichtbar. Das ist sonst so, ich zeige es einfach mal anhand von einem Beispiel, wie wenn du sagst, Entschuldigung, können Sie vielleicht hier von meinem Fuß runtergehen? Das tut echt weh, aber ich habe Angst, das zu sagen. Und sie hören dich überhaupt nicht. Oder du sagst, hey, Sie stehen auf meinem Fuß, können Sie vielleicht bitte runtergehen? Der Unterschied ist nicht das, was du sagst, sondern wie du es sagst. Einmal ist es kaum hörbar, weil wenn du das Gefühl hast, ich darf gar nicht da sein, ja, dann werden das andere so wahrnehmen. Das ist, als hättest du ein unsichtbares Schild vorm Kopf, wo genau das draufsteht. In dem Moment, wo du das Gefühl hast, ich darf da sein, ist es auch klar, dass deine Grenzen viel mehr respektiert werden, weil andere das auch wieder, dieses unsichtbare Schild, lesen. Das nennt sich nonverbale Kommunikation. Ist sicher kein Fremdwort für dich. Und damit möchte ich auch diesen Impuls für heute beenden. Also einfach Grenzen setzen fängt, wie alles eigentlich, an Transformation in dir an und nicht im Außen. Sonst ist es nur ein, ich will die Welt verändern, weil sie mir nicht gefällt, wie sie ist, oder weil sie mir etwas zeigt, was ich nicht sehen will. Soweit für heute. Ich hoffe, du hast einen wundervollen Tag, wünsche dir viel Sonne, einen wunderschönen Sommer und bis zum nächsten Video. Alles, alles Liebe.